Am besten, wir sägen das Schloss einfach auf. Dafür brauchen wir aber vernünftiges Werkzeug. Nun guckt euch das an. Unglaublich. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Der Professor, der Butler und der Gärtner sind ein und dieselbe Person. Hier, guckt euch die ganze Maskerade an. Irre. Hallo, meine jungen Freunde. Ich sehe, ihr habt vortreffliche Arbeit geleistet. Wenn ich mal clevere Detektive brauche, werde ich mich sicherlich an euch wenden. Doch jetzt habt ihr mich leider in eine sehr unangenehme Lage gebracht. Was haben Sie mit uns vor? Nur ruhig Blut, junger Freund. Ihr werdet es noch früh genug erfahren. Geben Sie auf, Mr. Skonovich. Wir wissen alles über Sie. Sie basteln an einem neuen Treibstoff und haben Motoren von unschuldigen Menschen für Ihre Versuche missbraucht. Ja, wisst ihr denn nicht, was diese Experimente bedeuten? Ein Treibstoff, der 10-mal so effektiv ist wie normales Benzin. Das Energieproblem der Menschheit wäre gelöst. Ein Traum geht in Erfüllung. Bisher ging alles nur in die Luft. Anfangsschwierigkeiten. Alles noch Kinderkrankheiten. Warum haben Sie Ihre Forschung nicht an der Universität durchgeführt? Weil mir diese Ignoranten nicht geglaubt haben. Ausgelacht haben sie mich und mir die Forschungsgelder gestrichen. Deshalb musste ich mich selber bedienen. Ich nahm die Identität von 3 Personen an, um die Polizei zu verwirren. Wie soll man auch jemanden verhaften, den es überhaupt nicht gibt? Die ganzen Motoren hätte ich niemals bezahlen können. Jeder Einzelne hat somit einen kleinen Beitrag für meine große Entdeckung geleistet. Ich sage nur, Nobelpreis! Für mich sind Sie ein Spinner. Das Lachen wird euch noch vergehen. Ich habe mir für euch ein feines Experiment ausgedacht. So, meine lieben Freunde. Auf geht's! Was ist das hier? Gefällt es euch? Ich habe es einmal gebaut, um die menschliche Intelligenz zu erforschen. Doch leider habe ich keinen gefunden, der freiwillig dabei mitgemacht hätte. Und was soll dieser komische Apparat? Das will ich euch gern erklären. Der Versuchsaufbau ist folgender. Vor euch seht ihr eine Waage mit 3 Schenkeln. Wie eine Wippe eben. Nur für 3 Personen. An jedem Ende ist ein Sitz angebracht. Hier kann einer sitzen, 2 oder 3. Könnt ihr mir folgen? Ja, ist ja nicht so schwer zu verstehen. Sehr gut. Ihr werdet euch gleich jeweils auf einen der Sitze zubewegen. Was meint ihr wohl, was dann passiert? Die Waage geht auf eine Seite hoch? Richtig. Beim leichtesten von euch. Das bin ich. Bei den anderen beiden geht sie runter. Bei mir und Just. Just ist der schwerste von uns. Naja. Ich sehe schon. Ihr habt verstanden. Nun habt ihr die Aufgabe, die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr könnt dafür die Plätze tauschen, so oft ihr wollt. Wie viel auf einer Bank sitzen, ist wie gesagt egal. Durch Plätze tauschen bekommen wir die Waage nie ins Gleichgewicht. Gut aufgepasst. Darum ist an jeder Seite ein Wassertank angebracht. Hier kann man Wasser einfüllen und Wasser wieder ablassen. Auch so oft ihr wollt. Aha, ich verstehe. Wir sollen also so lange Wasser in die Tonnen lassen, bis jede der 3 Seiten genau gleich schwer ist. Schlau. Genau so ist es. Wenn ihr die Tonne bis oben hin auffüllt,
sind aufs Gramm genau 500 Liter drin. Also, rauf auf die Sitze. Und noch was. Kommt nicht auf die Idee, einfach abzusteigen. Der Fußboden wird jetzt von mir unter Strom gestellt. So. Erst wenn die Waage im Gleichgewicht ist, wird der Strom automatisch abgestellt. Sie sind doch verrückt, Professor Skonovic. Ja, genial verrückt. Das liegt manchmal ganz dicht zusammen. Ich muss euch jetzt verlassen. Mein Flugzeug hebt bald vom Flughafen in Los Angeles ab. Ich glaube, ich werde auf Nimmerwiedersehen das Land verlassen. Macht's gut, Freunde. Gar nicht so einfach, ihr Superdetektive, oder? Hier spricht ihr Gideon Skonovic. Oder soll ich lieber zu euch sprechen als Präsident? Aber vielleicht mögt ihr Igor Trump. Ich sitze im Auto auf dem Weg in Freiheit und spreche zu euch über Funk. Es ist alles eine Frage des Gleichgewichts. Aber womöglich seid ihr auch zu dämlich für diese Aufgabe. Den drei Fragezeichen ist kein Fall zu spielen. Und jetzt der Los Angeles Report mit den aktuellen News. Wie soeben bekannt wurde, ist die mysteriöse Explosionsserie von Verbrennungsmotoren anscheinend aufgeklärt. Vor wenigen Minuten hat eine Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles in Zusammenarbeit mit den örtlichen Fahndern aus Rocky Beach den 58-jährigen Professor Gideon Skonovic wegen dringenden Tatverdachts festnehmen können. Der Zugriff erfolgte nach einem Hinweis von drei Privatdetektiven, die seit längerer Zeit in dem Fall ermittelten und nicht genannt werden möchten. Weitere Informationen hören Sie in wenigen Minuten. Bleiben Sie dran. Hallo, ihr Superdetektive. Wenn ihr so weitermacht, werde ich bald arbeitslos. Oh, Inspektor Cotter, das haben wir auf gar keinen Fall vor. Keine Angst, wir würden Ihnen niemals den Job wegnehmen. Da brauchen Sie sich absolut keine Sorgen zu machen. Genau, denn wenn wir bei der Polizei anfangen, dann natürlich gleich als Oberinspektor. Hä? Ha 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 ha